schnell war der denn jetzt? Ich wundere mich nicht mehr über meinen Mann. Du bist verdammt schnell, weißt du das? Bierchen rüberschieben. Oh. Wenn diese Soldaten das Knochenzepter nicht berührt hätten, säßen wir jetzt nicht in dieser Patsche. Das gehört euch nicht. Ja, ja. Hier. Dieses Knochenzepter ist das einzig Wichtige, das wir gefunden haben. Seit wir es aus der Ruine geholt haben, nimmt der Ärger kein Ende. Es ist nicht gefährlich. Nicht bin ich sehr gut, da komme ich, will, komm ich sehr schnell, was? Haut einem nicht die Hand ab. Zumindest nicht sofort. Okay. Lass ich jetzt mal so stehen. Was bewirkt es? Ich schätze, dass all diese Schatten von ihm herbeigerufen werden. Aber es kontrolliert sie ganz sicher nicht. Zumindest nicht, soweit ich das herausfinden konnte. Obwohl... Die Zeichen, die in dieses Zepter geritzt sind, sind alt-aileidisch und bedeuten verblichene Schildwache. Könnte sich das auf die Kreatur im Herzen der Ruine beziehen? Könnte es. Was für eine Kreatur? Er ist der einzige Schatten, der jemals spricht, obwohl er meist nur heult. Wenn ich es mir recht überlege, ist er auch sehr blass. Und in diesem Zepter ist Obsidian in den Knochen eingearbeitet, was eine alte Form von nekromantischer Kontrolle ist. Sagt einmal, könntet ihr dabei helfen, eine kleine Theorie zu überprüfen? Was genau schwebt euch vor? Wenn der Schatten tatsächlich die verblichene Schildwache ist, könnte dieses Knochenzepter eine gewisse Kontrolle über ihn ausüben. Und wenn er den Rest der Schatten lenkt, könntet ihr ihn vielleicht zwingen, damit aufzuhören. Außerdem können wir nicht zulassen, dass die uralten Fallen von Tilakar weiter aktiviert bleiben. Nicht so nah bei Eldenwurz. Nun gut, ich werde eure Theorie überprüfen. Wenn das Knochenzepter die verblichene Schildwache kontrollieren kann, werden sich die Schatten vielleicht beruhigen. Dann können wir das Beinhaus von Tilakar weiter ausgraben. Wer ist Tilakar? Er war ein Nekromant, einer der talentiertesten Lehrlinge von Manimako. Doch er und seine Frau Vastari verabschiedeten sich schließlich irgendwann von Manimako. Warum sind sie fortgegangen? Das ist nicht ganz klar. Es gibt viele Theorien, aber sie drehen sich im Endeffekt alle um eine grundlegende Meinungsverschiedenheit. So scheint das bei Nekromanten immer zu laufen. Okay. Gut. Liegt im blassen Wächter. Versuchen wir das mal. Das ist mehr als in die Hose gehen kann das nicht. Knochenzepter. Dem blassen Wächter an. Verlass diesen Ort. Ich werde nicht zulassen, dass sie ihn aufweckt. Knochenzepter? Nein, bitte, weck die nicht auf! Hi. Halt! Zwing mich nicht zur Umkehr! Ich war so kurz davor, ihm für immer zu entkommen! Von wem seid ihr auf der Flucht? Vor Tilakar. Einem bösen Mann, der in diesen Ruinen schläft. Wenn er aufwacht, werde ich hier für immer gefangen sein. Ich werde alles tun, was ich kann, um von hier wegzukommen. Ist das der Grund, warum ihr die Akolyten der Magier gerade angegriffen habt? Das habe ich nicht. Die Diener von Tilakar tun diesen Leuten weh. Sie mögen einen nicht, wenn man nicht von hier ist. Wenn er erwacht, wird er sie vollständig kontrollieren. Genau wie mich. Warum sollt ihr euch vertrauen? Das Knochenzepter hat Macht über die Monster von Tilakar. Über mich. Ich kann euch nicht anlügen. Außerdem ist Lügen böse. Wer seid ihr? Eines der Opfer von Tilakar. Aber das muss ich nicht sein. Wenn ihr mich befreit, bevor er erwacht, dann werde ich fortgehen. Dann kann er wieder einschlafen. Für immer. Dann werde ich tun, was ich kann, um euch zu befreien. Folgt mir in die Ruine hinein. Wir wollen ja nicht, dass die Schatten uns hören. Sie sind seine Spione, wisst ihr? Mal sehen.
Achso, hi. Still hier drin. Die Diener von Telakar mögen keine Dinge, durch die Blut fließt. Und sie mögen wirklich keinen Krach. Wie schaffen wir es, dass Telakar nicht erwacht? Es gibt im Sternbilderraum eine große funkelnde Tür. Es ist dieses große Schloss, das Vastari angefertigt hat, was ihn drinnen schlafen lässt. Sie lässt sich nicht mehr blicken. Ich glaube, dass die Tür deswegen nicht mehr so sehr funkelt. Wer ist Vastari? Die Frau von Telakar. Sie haben sich ständig gestritten, weil er ein böser Mann und sie eine gute Frau war. Sie dachte, dass sie ihn ändern könnte. Aber als sie merkte, dass er immer böse bleiben würde, hat sie ihn hier eingeschlossen. Doch das Schloss wurde nach und nach schwächer. Und nun wird er bald erwachen. Wie können wir das Schloss wieder verstärken? Vastari hat drei der Dinge, die wir brauchen, in besonderen Räumen in den Ruinen hinterlassen. Das vierte steckt in einigen der Diener von Telakar. Ich werde es niemandem weitersagen, wenn ihr ein paar von ihnen in die Bäuche schaut. Aber was all diese Teile anbelangt, ich weiß nicht, wie man sie zusammen verwendet. Tut mir leid. Wo sind diese besonderen Räume? Das ist einfach. Der klagende Raum, der stinkende Raum und der verbotene Raum. Aber keine Sorge, ich passe auf euch auf. Wir sollten einfach dorthin gehen. Ich werde euch zeigen, was wir brauchen. Ich möchte wissen, wonach ich suche. Ja, richtig. Das Wichtigste ist das Buch, in das Vastari schrieb, als sie die Tür verschloss. Wir müssen es finden, damit wir wissen, was im Sternbilderraum zu tun ist. Was brauchen wir sonst noch? Es gibt einen alten Schädel, den Telakar Manimako gestohlen hat. Und dann noch die leuchtende Fiole. Ich weiß nicht, was da drin steckt. Aber wenn man die Ohren spitzt, kann man ein Flüstern hören. Oh, und die milchigen Steine. Die findet ihr in manchen der Diener von Telakar. Ihr sagtet, ihr könntet mir helfen. Ich kann die Diener von Telakar ablenken. Richtet das Knochenzepter auf einen von ihnen und ich werde ihn blenden. Dann könnt ihr ihn verprügeln, bis er umfällt. Seid unbesorgt. Ihr werdet ihn schon nicht wehtun. Sie stehen irgendwann einfach wieder auf. Das ist ja jetzt aber nicht besonders gut. Also wenn sie einfach wieder aufstehen. Oh. Okay. Seht nur, der verbotene Raum. Ich komme manchmal hierher, um nachzudenken. Hier hat Vastari das Buch zurückgelassen, in das sie geschrieben hat, als sie Telakar eingeschläfert hat. Sobald wir alle nein, nein, ich würde ihn nicht. Nein. Dann nehmen wir einmal das Tagebuch und gehen wieder. Okay, nee, ich muss in diese Richtung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich wissen will, was der stinkende Raum ist. Der stinkende Raum. Diese Fiole hat die Korridore erleuchtet, als Vastari sie aus dem Sternbilderraum geholt hat. So, dann nehmen wir die leuchtende Fiole. Ich mag den klagenden Raum nicht. In den Käfigen haben früher alle Diener gelebt. Aber Vastari brachte diesen alten Schädel hierher zurück. Da bin ich mir sicher. Aua. Das war eher schlecht als recht geblockt. Gibt auch nochmal.
Da ist der Schädel. Okay. Und wo jetzt hin? Sind die milchigen Steine. Das da. War's. Wir haben alle Teile. Gehen wir in den Sternbilderraum und lassen Telaka wieder schlafen. Pass auf, und am Ende steht er trotzdem wieder auf. Richtige Richtung, richtige Richtung. Oh je. Ich lege den Stein richtig hin, legt den leuchtenden Führer und legt den halt Schädel richtig hin. Ein Schild. Ihr habt alles, was Vastari hatte, als sie Telaka in Schlaf versetzte. Ich weiß nicht mehr, wie sie es getan hat. Es tut mir leid. Aber ich weiß, dass sie die Altäre... Müsste bei Questgegenstände gelistet sein. Okay. Questgegenstände da. Da das Tagebuch. Ach du grüne Mann. Okay. Dankeschön. Es fällt mir sehr schwer, diesen letzten Eintrag zu beginnen. Für so lange Zeit hatte ich Frieden gefunden. Mein Mann und ich hatten den Lehren des großen Manimako abgelehnt, um im Frieden leben zu können. Wir wollten, dass unsere Magie allen Bewohnern Tamriels nützt. Nicht, dass sie unseren Willen unterwirft. Aber mein Fürst konnte unsere Familientragödie einfach nicht ertragen. Er hatte sich in seinen Dickschädel abgesetzt, dass er den Tod irgendwie besiegen kann. Nicht um des Wissens willen oder um furchtlose Truppen zu befehligen, die unser Zuhause verteidigen können, sondern um die einst Lebenden zurück in dieses Reich zu reißen und sie in Fleisch zu betten, ihnen erneut Leben zu geben. Ja, Kalion ist vor seiner Zeit gestorben, aber wo ich um unseren Verlust trauere, trauert Telaka um das, was hätte sein können. Er hatte sich einen Lehrling gewünscht, der uns dabei helfen würde, unser Handwerk zu meistern, unsere Entdeckung noch zu übertreffen. Er kann es nicht ertragen, dass uns die Essenz unseres Sohnes auf ewig verlassen hat. Und so erschuf mein Mann einen Golem aus dem Leichnam des Jungen, einen Atronachen aus Fleisch, aber mit Augen so kalt und leer wie ein Edelstein. Er hatte mir nicht von seinen Plänen verraten, bis die Rituale vollendet waren. Dann stellte er mir diese lallende Abscheulichkeit vor, als könnte ich ihm das jemals verzeihen. Er schien aufrichtig schockiert zu sein, als ich das blasse Echo der Seele unseres Kalions aus seiner Hülle gerissen habe. Jetzt habe ich meinen Mann eingekerkert, den ich mehr als das Leben selbst liebe, da ich es nicht übers Herz bringe, ihn wahrlich zu bestrafen. Vielleicht reicht ihm ein Jahrzehnt über seine abscheulichen Taten nachzudenken. Okay. Also. Wahrscheinlich Fürst. Und damit dann der alte Schädel. Gehe ich mal von aus. Ja, nein, vielleicht. Fürstin. Ich versuch's einfach mal. Wenn ich. Okay, nee, doch. Ah, nee, das ist ja die Fürstin. Ich brauche ja den Fürsten. Ah!
Es ist ja weiblich. Ich brauche männlich. Muss da hinten sein. Ich habe auf jeden Fall 10 Atronachen gefunden. Fürst hier. Das ist männliche. Nein! Darf ich? Danke. So. Jetzt aber. Was war das andere? Lehrling. Essenz. Atronach Edelstein. Lehrling. Lehrling. Da. War die... Ja. Und Atronach. Es geschieht etwas. Das letzte. Ich glaube, es funktioniert. Perfekt. Wer wagt es einzudringen in meinen... Was? Ihr seid das? Nein! Lasst mich gehen! Ihr da, rechtfertigt euch! Was habt ihr in meinem Haus zu suchen? Wer seid ihr? Warum seid ihr in mein Heim eingedrungen? Warum toten Diener haben die Forscher der Magier angegriffen? Die Schatten verteidigen mein Zuhause vor Dieben. Weder ich noch meine Diener haben Interesse an den Lebenden. Meine Arbeit betrifft jemanden, der schon vor langer Zeit gestorben ist. Und nun möchte ich wissen, warum diese Kreatur mit euch unterwegs ist. Sie wollte euch hier einsperren. Dieses einfältige Ding. Diese Schutzzauber haben mich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehalten. Ich bleibe aus freiem Willen. Ich bin jetzt an einem entscheidenden Punkt meiner Forschungen angelangt. Aua. Und ich brauche diese Kreatur, um sie abzuschließen. Wenn ihr eingreift, werde ich euch aus meinem Zuhause vertreiben. Jetzt geht. Nein, bitte! Ich will nicht hier bleiben! Kalions Hülle. Oh. Ihr wagt es, mich zu unterbrechen? Kalion, mein Sohn, kümmere dich um diesen Eindringling. Noch Fragen? Wenn er das Ding wirklich noch für seinen Sohn hält, na, Prostmahlzeit. Ich glaube, das hat wenig mit seinem Sohn noch zu tun. Wie viel Metallplatz habe ich noch? Oh Gott. Wieder stört ihr mich in einem kritischen Augenblick. Was muss ich tun, um eure Abreise zu beschleunigen? Sagt mir, was ich hier macht. Ich versuche, meinen Sohn zurückzuholen. Und zwar trotz all eurer Störungen. Diese Kreatur ist ein Teil von ihm. Ein fehlerhafter Teil. Wenn ich Fleisch und Geist wieder vereine, kann ich meinen Sohn wiederbeleben. Warum tut ihr das? Er ist mein Sohn. Ich würde alles tun, um ihm auch nur ansatzweise sein früheres Selbst zurückzugeben. Durch gewisse Verfeinerungen kann ich ihn sogar ganz wiederherstellen. Vastarie hielt das für eine Anmaßung. Wenn sie diese Welt nicht verlassen hätte, würde ich versuchen, es sie verstehen zu lassen. Was hat sie denn nicht verstanden? Dass wir eines Tages wieder eine Familie sein könnten. Ich brauchte Zeit, um meine Methoden zu verfeinern. Und Zeit hatte ich genug. Und jetzt habe ich seinen Geist. Ich möchte dieser Kreatur nicht wehtun, aber ohne das Knochenzepter, um sie zu kontrollieren, müsste ich zu gröberen Methoden greifen. Ja, ich habe das Zepter. Ihr habt was? Das Zepter ist aus meinen eigenen Knochen hergestellt. Oh. Es kann die Kreatur an seine unsterbliche Hülle binden.
Sobald Karlions Wunden genäht wurden, werde ich ihn hierhin beschwören. Ihr müsst diese Kreatur an ihre Hülle binden. Stellt die Dinge wieder so, wie sie sein sollten. Warum soll ich das für euch tun? Fürchtet ihr, ich würde eine untote Armee ausheben, um durch Gratwald zu marschieren? Meine Frau und ich haben Manni Marco aus gutem Grund lebwohl gesagt. Doch im Austausch für das Binden dieser Kreatur an die Hülle meines Sohnes gelobe ich, dass wir für immer in unserem Zuhause bleiben werden. Du solltest den Geist aus Sohnes nicht befreien. Er war jung, als er seinen Unfall hatte. Viel zu jung. Die Kreatur, der ihr begegnet seid, kann die Welt um sich herum nicht völlig verstehen. Sofern sie nicht angemessen überwacht wird, könnte sie sich selbst oder anderen schaden, ohne zu wissen, was sie tut. Nein, sie zu befreien, wäre nur eine Quälerei. Warum habt ihr eure eigenen Knochen für die Herstellung des Knochenzepters verwendet? Karlion ist mein Sohn. Ich brauchte all seine Gebeine, um die Hülle zu erschaffen. Und daher musste ich meine eigenen verwenden, um das Zepter herzustellen. Um einen Geist zu befehligen, verwendet man einen Fokus, den man aus seinen Knochen oder aus denen enger Verwandter von ihm herstellt. Eine Grundregel der Nekromantie. Woher weißt du, dass ihr diesen Ort nicht verlassen werdet? Ich habe den Schutzzauber von Vastari schon vor knapp einem Jahrhundert durchbrochen. Seitdem bin ich hier geblieben und habe versucht, das wiederherzustellen, was von meiner Familie noch übrig ist. Ich werde niemals fortgehen, solange Karlion an meiner Seite bleibt. Das ist mein Zuhause. Nein, bitte, ihr dürft mich nicht wieder zu einem Monster machen. Was wollt ihr, Karlion? Ich will nicht länger hier sein. Es tat weh, als ich ein Monster war. Sogar noch mehr als diese Ketten. Ich möchte, dass mein Vater schläft, damit ich von hier fortgehen kann. Wie kann ich euren Vater schlafen lassen? Ich weiß es nicht. Ich wünschte, ihr könntet das Knochenzepter bei ihm anwenden. Es auf seinen Leib, dort auf dem Thron richten und ihm sagen, dass er einschlafen soll. Dann könnte ich endlich fortgehen. Wohin würdet ihr gehen? Weit weg von hier. Irgendwohin, wo es sicher und warm ist. Irgendwohin, wo ich Freunde finden könnte. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ein... Was seid ihr? Was? Und tschüss. Ich weiß zwar nicht, wie er Freunde finden will, aber soll er mal machen. Ihr habt es geschafft. Ich bin frei. Endlich frei. Hab Dank. Vielen Dank. Was werdet ihr jetzt tun? Ich weiß es nicht. Aber was auch immer es sein wird, es wird nicht hier sein. Telaka kann mir nichts mehr tun. Hier. Ich kann ein Portal öffnen, damit ihr zu euren Freunden könnt. Richtet ihnen aus, dass mir die Sache mit den Schatten leid tut. Solange sie sich von hier fernhalten, sollte ihnen nichts zustoßen. Yay! Noch ein Level up. Schön. Viertausend Gold. Schwarzherz Unterschlupf. Heldin der Stufe 30. Nice. Ja, das mache ich später. Hier muss ich nichts mehr machen. Nee. Okay. Dann wäre das nächste da oben. Dann porte ich mich aber einmal kurz nach Eldenwurz. Dann kann ich da nämlich beim nächsten Mal wieder Sachen hinbringen. Ich muss dann mal dran denken, dass ich mich jetzt mal die nächsten Tage einlogge. Ich muss mich da echt mehr dran erinnern. Das ist furchtbar. Ich brauche mir Inventarplatz. Schöne Waren zu verkaufen.
Solange ich was verwerten kann, will ich es halt auch nicht, ne? Ich bin eigen bei Sachen verkaufen. Sehr eigen. Wir haben das Weitläufers gesammelt. Mittlere Rüstung. Hier sind ein paar Sachen, die kann ich bewerten. Mach ich aber beim nächsten Mal. Ist aber nichts, was ich gebrauchen kann. Gut. Habe ich halt nur den Helm. Rüstung ist auch cool. Sieht auch cool aus. Ich will auch tolle Sachen haben. Aber so viel habe ich tatsächlich leider nicht. Ja. Ist ein Schneidig. Achso. Okay, ich. Ja. Ich habe da Wurzeln um mich drum. Schreibe ich dich in die Ziel gern an, dass du dich einloggen musst. Das wäre super. Also ich habe mir jetzt zwar eben auch einen Wecker gestellt, warum? Aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich jedes Mal dran denke. Bisher habe ich halt... Ich gucke jetzt gerade mal, was ich mir mal draufpacken kann, aber... Das hier ist halt cool. Gut, passt eigentlich in die Umgebung, ne? Aber ich habe halt nicht viel tolle Sachen. Leider. Hätte ich gerne. Aber egal, das hier passt wenigstens in die Umgebung. Ich versuche nächste Woche auch mal wieder pünktlich um 12 anzufangen. Dann haben wir nämlich deutlich mehr wieder Zeit. Weil ich habe das Gefühl, ESO entwickelt sich mittlerweile wie FF zu einem Just Chatting und nicht zu einem Spielstream. Ist aber nicht schlecht. Finde ich irgendwo auch ganz gut. Weil dann versuche ich nächstes Mal, was dann hier rumzuarbeiten, dass wir das Stückchen dann auch noch verkriegen. Ein paar Quests haben wir noch. 3 Wegschreine fehlen. Ein Dolm fehlt. Und Bücher fehlen ganz, ganz viele. Ja, ein bisschen was müssen wir noch machen. Die Anführer würde ich gerne mit Kitty machen. Funktioniert ja immer ganz gut. Kitty kann ja mehr ab als ich. Hedges kills Goma-Dealer. Okay. Ne, weil ich hätte gerne von dem täglich einloggen, hätte ich gerne diese Frisur hier. Ich hätte gerne die wallenden Locken. Weil ich habe nur eine andere Frisur und... Yeah. Ja, müsste ich... Ich meine, die Kriegergilde habe ich angenommen. Kriegergilde hatte ich auf jeden Fall angenommen. Magier weiß ich nicht. Aber Krieger hatte ich auf jeden Fall angenommen. Müsste ich auch mal weitermachen. Müsste ich auch mal weitermachen. Nee, okay, dann ich habe beide noch nicht angenommen. Okay, ich habe beide tatsächlich doch noch nicht angenommen. Die eine, da stand ich auf jeden Fall vor. Nein, das doch, das hatten wir mal, aber ich habe es wieder abgegeben. Ich habe das nicht gemacht. Hey, ich glaube, ich habe die Quest einfach nur noch. Okay. Ja gut, dann weiß ich, was wir beim nächsten Mal machen. Okay. Fuppa. Ich hab's doch noch nicht. Egal. Wir machen was beim nächsten Mal. Mag mich dafür dran erinnern?
Ich, ohne Witz, ich dachte halt echt, wir hätten es gemacht, weil ich weiß, dass ich vor der Kriegergilde stand. Ich hatte es auch angenommen. Ich hab den ersten Auftrag noch nicht fertig gemacht. Ich hab den dann einfach wieder entfernt. Egal, passt. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, das passt schon. Das passt schon. Thank you.